So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Such and Power hier am Start. Ja, Freunde, Freunde des guten Geschmacks. FIFA 18 Retro Food Video Nummer 27. Road to 1 Million Coins. Müssen wir ja auch mal wieder rein hier. Und man hat sich ja auch was getan. Und zwar habe ich von meinem Hauptprofil, man konnte ja Geschenke machen. Da habe ich mir ein paar Sachen aus dem Katalog übergeschenkt. Deswegen gehen wir jetzt gerade so rein, dass wir das dann auch gleich mal alles annehmen können. Ja, muss sein. Okay, Serverarbeiten sind abgeschlossen. Dann gleich mal vorweg würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start, Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsgnxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsgnxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde. Jetzt hat es mir aber leider nichts angezeigt. Warum, weiß ich nicht. Ich bin doch mit dem Profil drin. Mal in den Katalog reingucken. Ach, jetzt kommt's. Sie haben soeben von Sergeant Power erhalten. Food Extra Speicherplatz für eine Mannschaft. Glückwunsch, du bist jetzt dieses jetzt. So, Speicherplatz für eine Mannschaft. Glückwunsch, Speicherplatz für eine Mannschaft. Glückwunsch. Speicherplatz für eine Mannschaft. Glückwunsch. Hallo. Okay. Run the Jewels Food Trikot Pack. So, Food Speicherplatz für eine Mannschaft. Okay, Transferliste mit 10 zusätzlichen Plätzen. Ein 99-Spiel-Vertrag. Donnarumma-Leihspieler. Und das war's. Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Oh, sieht so aus. Naja, gut, okay. Jetzt gehen wir mal rein und gucken, was sich da getan hat. Ich war schon lange nicht mehr drin. Ihr wisst ja, ich war unterwegs. Auf der Kirmes. So, vier Nachrichten haben wir da. Okay. Dann müssen wir kurz hier Transfer. Wir haben 12 Sachen verkauft. Was ist denn da weg? Fitness für 1,4. Team Fitness für 1,4, okay. Alle Verletzungen für 1,4. Maras für 800. Alle Attribute für den Torwart für 1,4 verkauft. Und Powerhouse für 600 verkauft. Ja, wir gehen die einzeln durch. Also Team Fitness, Gold Team Fitness für 1,4. Nochmal für 1,4. Silber Team Fitness für 1,4. Team Fitness 1,4, Team des Spielheilung 1,4, Varas 800, Torwart Attribute, Powerhouse für 600, natürlich schön weggegangen, Torwarttraining auch für 500 weg, dann Spieler Fitness für 600 jeweils und der Sanchez für 1500, das ist doch sehr nice. So, dann haben wir ein Dio, Preisvergleich, gucken wir gleich nochmal, 2,5, 1,8, okay, dann bleiben, lassen wir auf 1,5. So, für 3 Tage rein, ist klar. Der Cook. Gibt es keinen, machen wir für 10.000. Weg. So, dann haben wir hier Spielerheilung Kopf. 550. Also nichts wert. Machen wir auf 400. So, dann haben wir noch einen Alustizia. Preisvergleich. 9.000, 5.000, okay, 5.000, machen wir den auf 4.000 für 3 Tage auf Transfermarkt anbieten. So, das ist halt ein kurzes Food-Video. So, jetzt haben wir ja aber noch was, wo ich nicht weiß, wie ich da jetzt. Aha, du musst dich noch um einige Gegenstände kümmern. Das sind nämlich jetzt der Donnarumma-Leihspieler, der 99 Verträge und 2 Trikots. Run the Jules Heimtrikot, Run the Jules Auswärtstrikot. Sind auch nicht schlecht aus, die Trikots. Wow. Okay, alles in den Verein. Leihspieler können wir natürlich wieder wegspielen dann, aber heute machen wir kein Spiel. Ja, unsere Mannschaft hat sich aber
Können wir aber nichts ändern, weil wir ja in dem Sinn nichts haben. So, okay, das war's dann auch schon wieder in diesem Video, meine Freunde. Wir haben jetzt 229.871 Münzen. Wie viele es im letzten Video waren, weiß ich jetzt so aus dem Stegreif nicht. Münzenboost kriegt man erst bei Level 16, können wir kaufen. Und ich weiß gar nicht, ob noch ein Münzenboost übrig ist. Naja, wir sind ja erst Level 12, das heißt, wir müssen 4 Level erspielen, um das nächste, um den nächsten Münzenboost zu kaufen. So, und diese Sachen schicke ich mir ja von meinem Hauptprofil rüber. Ja, gut, meine Freunde, dann ja, sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, dann wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und ja, wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xstgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn ihr mal ein Trinkgeld da lassen möchtet, dann auf www.paypal.me/xstgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht, lasst die Hände über der Bettdecke, spielt nicht an euch selbst rum, lasst euren Partner, Partnerin machen, alles andere ist ekelhaft. Ich bin dann raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder, macht's gut und bis dann, ciao, ciao.